Welcome to Never Be Good At. Please push start to begin. Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Never Be Good At. Dieses Mal spielen wir Batman Returns für das Sega Master System aus dem Jahr 1992. Yeah! So, was auf jeden Fall cool ist an dem Spiel, es gibt zwei Schwierigkeitsgrade, Route 1 und Route 2. Route 2 ist dabei schwerer und Route 1 ist einfacher. Wir nehmen hier auf jeden Fall die Route 1. So, und dann geht's jetzt auch schon los. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall eine Umsetzung des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1992. Das ist sehr interessant, weil das Spiel auch aus dem Jahr 1992 ist. Und von Batman Returns gab's, oder Batmans Rückkehr bei uns in Deutschland, gab's verdammt viele Umsetzungen. Zum einen für das Sega Mega Drive, beispielsweise Genesis. Für die Sega CD gab es noch eine Umsetzung und dann gab es noch für das Super Nintendo eine Umsetzung von Konami. Und für das NES gab es sogar auch eine Umsetzung. Also es gab von Batman Returns sehr, sehr viele Umsetzungen. Aber die Master System Vision, die ist sehr, sehr cool. Und ich kannte das Spiel bislang auch gar nicht. Und der Timo Soren von Videogames, der hatte mich mal darauf aufmerksam gemacht, spiel mal Batman Returns fürs Master System. Das ist sehr gut. Und nachdem ich es kurz angespielt habe, muss ich sagen, ja. Es ist auf jeden Fall eins der besten Master System Spiele, die ich bislang gespielt habe. Whoop. Und was auch bei dem Spiel sehr interessant ist, wie Batman auf dem NES, gibt es hier eine ganz tolle Schwingmechanik. Das ist hier der Greifhaken, hier sieht man das. Da kann man sich halt hochziehen. Obwohl, nachdem ich es mal angespielt habe, ich bin nicht weit gekommen. Ich glaube, im dritten Level war Schluss gewesen. Da habe ich keine Leben mehr gehabt. Diese Greifhaken-Mechanik, die muss man wirklich perfektionieren, weil in den späteren Leveln und vor allem, wenn man die anderen Routen nimmt, also die Route 2, muss man wirklich perfektionieren. Man muss das wirklich richtig drauf haben. Die Gegner hasse ich, die explodieren nämlich, wenn man zu nah dran ist. Was auf jeden Fall sehr, sehr cool an dem Spiel ist, Batman hat zwar keine Lebensleiste, wenn man getroffen wird, verliert man direkt ein Leben. Allerdings kann man mehrere Leben noch sammeln. Ich habe jetzt beispielsweise 7 Leben und wenn man drauf geht, fängt man direkt an der Stelle an, an der man drauf gegangen ist. Das finde ich sehr, sehr fair. Auf jeden Fall. Außerdem hat das Spiel noch unendlich continuous. Also es ist auf jeden Fall nicht eins der schwersten Spiele für das Master System. Jetzt gucken wir, wie ich da hochkomme. So. Ich möchte da gerne hoch. Schade, das geht nicht. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man an der Kante ist, kann man sich so einmal rumschwingen. Aber anscheinend funktioniert das nicht. Ja, wir sammeln auf jeden Fall während des Spiels verschiedene Symbole ein. Beispielsweise die blauen Symbole, die lassen unseren Bettrang weiterfliegen. Sieht man das? Der fliegt schon fast über den ganzen Bildschirm. Die roten Symbole geben uns Leben. Jetzt haben wir schon 8 Leben, das ist sehr gut. Da ist dieser komische Kerl von oben. Den machen wir mit den Greifhaken kaputt. Nein! Okay, das ist ein spielerischer Nachteil. Ich wollte... Oh, super, sind wir beim ersten Boss. Und normalerweise ist der... Der ist richtig easy, wenn man den ganz langen Bettrang hat. Jetzt haben wir allerdings hier den verkürzten Bettrang. Weil wenn wir drauf gehen, verlieren wir auch automatisch eine Stufe des Bettrangs und dann ist der Boss auf jeden Fall um einiges schwieriger, aber wir kriegen den auf jeden Fall auch platt. Ist der eigentlich aus dem Film, der Kerl? Es gab in dem Film auf jeden Fall einen Feuerspucker, das weiß ich, aber der erste Boss zumindest, Batman Returns auf den Super Nintendo, das ist ja der Kerl, der Selina Kyle gefangen hält, der den Taser hat. Den gibt's bei Batman Returns auf den Super Nintendo. War der hier? Sagt mir jetzt gar nichts. Ist auf jeden Fall egal, wer mit Blatt. Stage 1 clear. Try next stage. Ja, dann wollen wir mal loslegen.
So, jetzt haben wir wieder die Auswahl, Route 1 und Route 2. Wir bleiben bei der Route 1. Und hier in dem Level habe ich auch festgestellt, diese Türen, da muss man höllisch aufpassen, weil immer aus diesen Türen Gegner rauskommen. Wenn man zu nah an, bei diesen Türen sich hochzieht, kommen Gegner, man kann gar nicht reagieren, wird getroffen. Deswegen immer so viel Abstand wie möglich halten zu diesen Türen. Hier kann man sich einfach hochziehen, wenn man es richtig macht. Ja, der hat sowieso in eine Richtung geschossen. Oben ist auch eine Tür. Da geben wir noch ein bisschen Abstand. So. Na, hier ist nichts. Können wir uns da hochschwingen? Wäre einfacher. Nee, schade. Eigentlich nicht. Ja, die Level sind auf jeden Fall nicht linear aufgebaut. Also es gibt sehr viele Routen innerhalb der Level und es gibt auch viele versteckte Gegenstände, die man suchen kann und auch finden kann. Beispielsweise hier vorne, da sieht man das, da komme ich jetzt noch nicht dran. Da muss ich erst einmal hier rumgehen. Aufpassen wegen der Tür. Nice. Und dann können wir das Bettrang-Upgrade mitnehmen. Dann gehen wir mal hier weiter, weil hier ist gleich noch ein Leben versteckt. So. Und da unten ist auch noch was, da kommen wir jetzt aber auch noch nicht dran. Dann ziehen wir uns hier hoch. Was auf jeden Fall auch ziemlich cool ist, der Greifhaken kann einem Gegner Schaden zufügen. So, man kann mit dem Greifhaken auch Gegner kaputt machen. Das ist in einigen Passagen ist das sehr, sehr hilfreich, habe ich festgestellt. Zumindest so weit, wie ich gekommen bin. Aber jetzt sieht das auf jeden Fall schon mal so weit weitaus besser aus, weil ich habe jetzt auf jeden Fall schon 9 Leben. Boah! Hau ab! Ja, kann die aus der Tür raus. Und die Musik ist ziemlich geil von den Spielen, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Fan von den Soundchips von den Sega Master System. Ich finde NES klingt auf jeden Fall weitaus besser als das Mega Master System. Trotz. Oh, Glück gehabt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass die runterfallen. So, jetzt kann man sich hier natürlich stylisch dran hin und her schwingen. Ich mache allerdings den Cheap Way. So kann ich wenigstens nicht runterfallen. Und ganz ehrlich, diese Schwingmechanik in den späteren Passagen ist die richtig knifflig und da kriegt man richtig schwitzige Hände, habe ich festgestellt. Aber die Steuerung ist auf jeden Fall sehr, sehr präzise. So, jetzt müsste hier gleich nochmal eine von diesen... Da ist er. Weg damit. Ja, die Gegner sind auf jeden Fall auch nicht unbedingt alle aus dem Film. So, jetzt sind wir bei dieser Passage und hier bin ich 1000 Tode gestorben. So, jetzt müssen wir bis zum Rand. Weil hier ist es extrem das Timing, wenn man gesprungen ist und dann den Greifhaken schießt. Das ist verdammt schwierig. Was ist denn jetzt? Ach! Man kann sich erst schwingen, wenn man ganz unten ist. Und Greifhaken. Hey! Oh! Also ich meinte, mein Greifhaken hat getroffen. Ja, jetzt wenigstens funktioniert. Und das ist immer doof, wenn man Leben verliert, da man auch automatisch die Reichweite von dem Bettrang verliert. Und hier sieht man das. Normalerweise kann ich mich jetzt einfach oben auf die Plattform stellen, hätte rüberschießen können. Das geht jetzt nicht. Ich muss näher an den Kerl ran. Aber so geht's auch. Muss halt ein bisschen tricky sein. So wie Batman. Batman ist ja auch Meisterfinder, wenn man es so sieht. So. Ja, da ist eine Tür, da kommt ein Gegner, da kommt auch ein Gegner. Wenigstens keiner von den Typen, die da rauskommen. Oh, schon mal 10 Leben. Hier rüber, was haben wir hier? Nochmal ein Leben, oh, das ist gut. Leben kann man nie genug haben in dem Spiel. So, jetzt sieht nicht sehr stylisch aus. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, das gelbe Symbol
soll die Geschwindigkeit von unserer Spielfigur erhöhen. Also die bewegt sich dann schneller. Habe ich allerdings so beim Spielen nicht wirklich feststellen können, dass man sich schneller bewegt. Ah, da oben können wir rein. Und... Nein! Oh nein. Jetzt müssen wir die Passage nochmal machen. Oh, jetzt hoffe ich, dass ich da nicht runterfall. Weil das wäre verdammt schlecht, zum Endgegner zu kommen mit den kurzen Bettrang. Jetzt hat's funktioniert. So, wieder ein bisschen cheaten. Ach, ganz nach unten. Und ich finde das cool, wie im Batman auf den NES, diese Schwingmechanik, die hat so einen eigenen Rhythmus. Das muss man selbst gespielt haben, aber die Steuerung ist ehrlich super. Da hinten können wir hoch. Es fühlt sich richtig geil an, also es ist ein wirklich sehr, sehr cooles Spiel. Und ich meine auch, das gehört in jede gute Master System-Sammlung. Oh, Glück gehabt. Gut, dass ich schon vorher geschossen habe. Ihr habt das gerade gesehen. Die wären mich über meinen Bettrang sonst rübergeflogen, wenn ich gestanden hätte und den geschossen hätte. So, hier einmal rüber. Ja, diese Rolltreppen oder Fahrbahn oder was das ist. Ich schiebe einen nach hinten. So, müssen wir hier rüberspringen. Unten ist noch eine Tür, die ist zu. Weil die lassen wir. Wahrscheinlich eh nur ein Gegner drin. So, und... Na, da nehmen wir mit. Komm. War auf jeden Fall gut. So, jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Und zwar... Ich habe das in verschiedenen Videos auf YouTube gesehen. Wo ich mir das Spiel im Vorfeld angeguckt habe. Und zwar... In diesen Videos haben die es geschafft, sich hier an der Seite festzu... hängen und konnten dann um die Ecke herum nach oben schwingen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hab das nie hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Wie die das machen. Hat sich mir nie erschlossen. Macht einige Passagen auf jeden Fall viel einfacher. Also wie es funktioniert, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon bei Catwoman. Und die ist eigentlich... ziemlich einfach, wenn man den weiten Bettrang hat. Außerdem kann man sie noch mit den Greifhaken treffen. Das Doofe ist gleich nur, wenn sie direkt vor uns steht. Dann schlägt es mit der Peitsche und das Timing ist sehr, sehr schwierig. Ja, komm. Ja, gut. Scheiße. Entschuldigung. Oh, Mann. Hätte nicht sein. Ein Treffer. Hätte nicht sein müssen, der letzte Treffer. Das Timing ist verdammt schwierig. So. Wir bleiben bei Route 1. So. Dann sind wir im dritten Level. Und hier habe ich festgestellt, hier zieht der Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall an. So, da oben gehen wir auf jeden Fall noch nicht hin. So, wir gehen jetzt hier unten weiter. Was haben wir hier? Gar nichts. Das sieht so aus, als ob man da irgendwie durchkommt. Ist aber nicht so. So, den müssen wir wegtriggern. Und tschüss. So. Da ist wieder ein Goon. Obwohl, das sind ja hier eigentlich keine Goons. Was auch sehr cool ist an dem Spiel, das Spiel folgt sogar, ja, ich sag mal, grob der Handlung des Films. Es sind auf jeden Fall viele Schauplätze aus dem Film enthalten. Jetzt nicht so super wie Batman Returns auf den Super Nintendo. Aber trotzdem, also alle Charaktere aus dem Film, Catwoman, der Pinguin, sind alle da, bis auf Max Schreck. Das wäre aber auch cool gewesen, wenn wir ein Batman-Spiel gehabt hätten, wo man gegen Christopher Walken kämpft. Ich frage mich, ob Christopher Walken jemals Batman Returns gespielt hat. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ein Let's Play von Christopher Walken. So,
hier auf jeden Fall wieder hoch. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn Batman springt, geht er kurz in diese Hocke rein. Das ist wie in der NES-Vision. Und dadurch fühlt sich der Sprung richtig toll an. So, den nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir wieder den ganz langen Batrun. Und die Musik ist ziemlich geil. Ja, ich finde der Master-System-Sound, der hat so eine geile Charakteristik. Also wenn Master System gut klingt, klingt es richtig gut. Auf jeden Fall. So, den machen wir auch weg. So, ich glaube, unten ist noch was. What? Nein! Verdammt. Das hätte nicht sein müssen. Okay, das war mein Fehler. Ich hab's versaut. Ja, wenn Batman auf jeden Fall längere Zeit in der Luft ist, dann macht er, wie ihr das gerade gesehen habt, diesen Glide. Komm ich da unten dran? Ich weiß nicht, ob da unten ein Loch ist. Wir gehen erstmal... Oh, ein Abgrund. Wir gehen erstmal hier weiter. Okay. Runter. Boah, der ist echt da mies platziert. So, nicht was bei uns oben dran hängen. Na gut, da haben wir wenigstens das Leben, was wir jetzt gerade verloren haben, direkt wiederbekommen. So, dann sind wir in der nächsten Sektion. So, und hier war auf jeden Fall Ende gewesen. Weil nämlich gleich so eine Passage kommt, wo ganz fies die Gegner platziert sind. Und da war auf jeden Fall Ende gewesen. Aber ich hatte schon von vornherein nicht viele Leben, wo ich hier hingekommen bin. Und wenn man ein Continue hat und ein Continue genommen hat, hat man eh wieder nur 3 Leben. Also es ist auf jeden Fall ganz gut, das Spiel von Anfang an durchzuspielen, was man genug Leben für die letzten Level sammelt. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall hier weiter. Da ist der Typ mit der Bazooka. Der Vorteil ist, die schießen wirklich nur schräg nach oben. Ist jetzt hier nicht so das Problem, wenn die jetzt noch nach unten schießen würden. Das wäre mies. Dann machen sie zumindest auf der Easy-Route nicht. So. Diesmal bin ich cleverer. Diesmal gehe ich hier unten lang. Weil wenn ich oben lang gehe, komme ich nicht da. Dieser Gegner, der da aus dem Himmel gefallen ist, der hat mich platt gemacht und da war Game Over. So. Jetzt. Ein Batman! Cool. Kommt da noch einer? Ah ja. da war was. So. Können wir hier oben weiter? Ah, ist auch doof. Man muss wirklich so ein bisschen Abstand haben. Ich glaube, hier können wir einfach durchfliegen. Probieren es mal. Jetzt müsste hier, glaube ich, nochmal so eine Frau runterkommen. Da ist sie. Ja. Kommt dann noch einer? Ja, das ist... Den habe ich gar nicht gesehen mit der Bazooka. Glück gehabt. So, jetzt kommen wir hier runter. Hier ist eine Wand. Da kommen wir nicht durch. Ah, okay, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Der ist platt. Da geht es nicht weiter. Da kommen wir nicht durch. Ich glaube, wir können hier so rumgehen. Gucken wir mal. Nee. Ach, da hätte man da vorne rund. Also ich habe jetzt keine Lust, den ganzen Weg zurückzugehen. Wir gehen jetzt einfach weiter. Kommt jetzt ein Endgegner? Ach du, was ist das denn für einer? Ach, du Scheiße. Okay. Der war easy. Der war echt easy. War das die Statue aus dem Film? Das sind ja 2 Statuen am Anfang vom Film.
Gute Frage. Sind wir auf jeden Fall schon im nächsten Level. Den obligatorischen Sua-Level. Ja, okay. Das Ende des Films ist ja auch in der Kanalisation. Also es ist hier nicht verwunderlich, dass wir in der Kanalisation sind. Ich frage mich, ob eventuell noch eine Batmobile-Stage kommt. Weil ja, am Anfang auf dem Title-Screen hat man das Batmobile gesehen, ganz kurz. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Weil in der Sega Genesis-Vision, da gibt es auf jeden Fall Batmobile und Batwing-Abschnitte. Okay. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall schon so ein bisschen trickiger. Was ist das denn? Eine Rakete? Ach du Scheiße, die ist zielsuchend. Wo kam die denn her? Und Leben. Ja, zumindest können wir sehr oft sterben. Okay, komme ich da hoch? Okay. Das hat funktioniert. Dann einmal hier rüber. Ach, ganz runter. Ach, das geht gar nicht. Da ist die Wand. Hä? Hat doch so funktioniert. Den Betrag haben wir auf der größten Stufe. Mit Decke können wir uns nicht festhaken. Kann ich hier rein? Okay. Irgendwie hat jetzt mein Greifhaken. Kann ich da runter oder ist da Ende? Spring mal. Vorsichtshalber. Ja. Ja, man ist halt doof. Man weiß halt nicht, was unter einem ist. Oh. Kommen wir nicht hoch, oder? Nee. Müssen wir so machen. ich hätte es gerne von der anderen Seite gemacht. Wäre vielleicht sicherer gewesen, aber hat auch so funktioniert. Ah, das sind die Pinguine! Oh nein, da trifft er mich mit dieser doofen Rakete. Aber es sind auf jeden Fall die Pinguine aus dem Film mit den Raketen. Das fand ich an dem Film selber am Ende so ein bisschen enttäuschend. Ist vielleicht ein Spoiler für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. An der Stelle sei gesagt, guckt euch Batmans Rückkehr an. Der Film ist mit Michael Keaton aus dem Jahr von 1989 einer der besten Batman-Filme. Also viele Leute mögen den Film nicht, Batman Returns, weil er sehr, ich sag mal, er ist sehr, sehr düster und die Story ist sehr, sehr deprimierend. Aber ich persönlich finde den Film richtig cool, weil er halt so düster und so komplett anders ist. Außerdem Michelle Pfeiffer als Catwoman ist super toll. Danny DeVito finde ich auch sehr gut als Pinguin, aber ich finde den Charakter des Pinguins, wie er im Film dargestellt wird, nicht ganz so getroffen. Also irgendwie konnten die sich nicht entscheiden, ob man für den Pinguin Sympathie haben soll oder ob er doch ein Monster ist. Er ist ein Monster. Das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ist Batman Returns ein sehr, sehr guter Batman-Film. So, jetzt haben wir die erste Sektion hinter uns. Da sind wir schon in der zweiten. Oh, super. Lebensenergie. Oh, super. Ah, Wasserstrom. Da müssen wir jetzt aufpassen. Oh, nee. Nicht nur mal eine Rakete. Mein Batrang kann nicht durch das Wasser? Was ist das denn für ein Scheiß? Oh. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Das passt doch gar nicht. Hä? Wie komme ich da hoch? Vielleicht da oben dran? Oh. Ja. Oh, jetzt wird es auf jeden Fall schon einiges trickiger. Ach. Dann möchte ich unten nicht runter. Weil ich weiß nicht, ob ich wieder hochkomme. Glück gehabt. Gut, dass die keine Bombe geworfen hat. Okay. Gehen wir erstmal hier unten weiter. Hier geht's gar nicht mehr weiter.
zum Schauen mal. Ist da hoch? Nein! Das passt doch gar nicht. Was soll ich das denn machen? Das passt auch nicht. Oh, aber ganz, ganz knapp. Dann können wir uns wenigstens das Power abholen. Ah, super, ein Leben. Nice. So, da oben sind ganz viele von diesen rollenden Clowns. Ah, da ist hier ein Pinguin. Die bleiben gar nicht auf dem Bildschirm. Die hauen dann wieder ab. Da ist doch wieder einer. Oh. Gut, dass er Bettraum die getroffen hat. Dann zurückfliegen. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Boah. Also das wird jetzt wahrscheinlich einiges an Zeit in Anspruch nehmen, diese trickigen Schwingpassagen. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Gut, dass da kein Abgrund war. Oh, diese doofe... Das gibt's doch nicht! Bin ich genau in diese Rakete reingesprungen. Kommen wir hier weiter? Da möchte ich nie normal lang, wegen diesem... Das funktioniert auch nicht. Vielleicht können wir weiter springen? Ah, nice. Na gut, dass wir gerade das Leben gekriegt haben. Da haben wir wenigstens nichts gewonnen und nichts verloren. Verdammt, diese Raketen, die gehen mir ja so auf den Senkel. Aber da oben sind Extras versteckt. Wie kriege ich die denn? Ah. Ah, ganz tricky. Da ist nichts. Da ist auch... Nehmen wir auch mit. Wunderbar. So, jetzt müssen wir aufpassen. Weil unten waren diese rollenden Clowns, nicht was wir da jetzt... Shit, shit! Oh, ich hasse die Pinguine. Da ist schon wieder einer. Oh. Durch, komm. Da ist Ende. Oh, nochmal Catwoman. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen die gleiche Strategie wie gerade. Doof ist, wir haben jetzt nur den kurzen Bettrang. Ah! Die läuft jetzt aber auch da rein. Na ja, genau, wir haben genug Leben. Komm. Komm runter, komm runter. Komm runter. Gott sei Dank. Dann haben wir die vierte Stage auch hinter uns. Und dann sind wir jetzt schon im letzten Level. Sehr nice.